Ich bin Maximilian Neumann, habe in Braunschweig freie Kunst studiert bei Olaf Christopher Jensen und Hartmut Neumann. Seit 2017 bin ich in Hannover, hier in der Schulenburger Landstraße. Hatten damals das Riesenglück, diesen schönen Raum hier zu bekommen. Haben auch sehr viel Energie hier reingesteckt, den zu dem zu machen, was er so ist. Und haben das so als guten Startpunkt begriffen. Ich verbringe eigentlich sehr, sehr, sehr viel Zeit hier. Manchmal so viel Zeit, dass ich mich noch daran erinnern muss, dass ich neben den anderen Arbeiten, die ich tue, auch Freunde habe, die ich abends mal treffen muss. Aber mein Alltag fängt eigentlich meistens nicht alleine an. Ich bin ja hier im Atelier mit vier anderen Menschen noch und anderen vielen in dieser Straße, mit denen wir engeren Kontakt haben. Und meistens finden wir uns dann hier erstmal zusammen zu einem Kuchen und einem Tee oder einem Kaffee. Dann ist das immer so ein erfrischender Start und hat irgendwie auch sowas organisatorisch-bürokratisches. Und wenn so das abgehandelt ist, dann kann so irgendwie der Ateliertag beginnen. Da bewege ich mich eigentlich auf total vielen Feldern. Es gibt immer sehr viele Stationen. Alle Dinge, die ich tue, sei es eine Zeichnung, eine Malerei, das Binden von einem Buch, hat alles seine Zeit, sodass ich einfach irgendwie immer in einem Fluss bleibe in der Sache. Ich habe angefangen in meiner Schulzeit darüber nachzudenken, was mich interessiert, was ich machen könnte und bin zu keinem sonderlich schlauen Ergebnis gekommen, ehrlich zu sagen. Aus einem Grund, den ich gar nicht mehr so genau benennen kann, habe ich mich entschieden, Kunst zu studieren. Und dann habe ich mich entschieden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin direkt nach Wien gezogen und war 2 Jahre in Wien als außerordentlicher Student an der Universität. Und ich hatte Freunde in Braunschweig, die ein Jahr vor mir dort angefangen hatten zu studieren und mit denen ich dann Kontakt hatte und die gesagt haben, hey, das ist ein richtig geiler Ort hier. Und ich glaube, dass so im Laufe des Studiums sich mein Bewusstsein für Kunst und das, was ich da eigentlich will, auch erst entwickelt hat. Ich habe immer auch sehr kleine Arbeiten gemacht und viel Papierarbeiten auch. Aber das Bedürfnis war irgendwie auch nach was Größerem. Habe dann angefangen zu malen und auch sehr viel zu malen, weil ich immer dachte, dass Malerei bedeutet, dass es sehr viel strukturiert, Überlagerungen und derartige Sachen sein müssen. Und irgendwann hat mein Professor zu mir gesagt, guck dir mal dieses eine Bild an. Da sind eigentlich schon ganz viele einzelne Bilder drin. Wie ich neulich rausgefunden habe, ist es eine Erfahrung, die er selber auch mal gemacht hat. Dann habe ich mir das irgendwie so auch angeguckt und festgestellt, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel an einem Bild male, aber eigentlich das auch 3 oder 4 oder 5 Bilder sein könnten, die in ihrer Reduktion eigentlich dann auch das darstellen, was mich am meisten interessiert hat, nämlich der Gestus, die Bewegung, die Farbe und der Umgang mit der Fläche an sich. Und so bin ich eigentlich bei überwiegend abstrakter, gegenstandsfreier Malerei gelandet. Überwiegend arbeite ich mit Öl, weil ich einfach die Art und Weise, damit zu malen, sympathisch finde. Auch die Tatsache, dass ich da wesentlich klarer den Arbeitsprozess bestimmen kann. Ich habe dieses Jahr angefangen, Monotypien zu machen. Was mich irgendwie daran gereizt hat, war die Einfachheit und die Schnelligkeit, die dieses Thema irgendwie für mich bietet. Es gibt eine Glasplatte, es gibt einen Pinsel, Ölfarben und Öl. Und dann male ich auf eine Glasplatte und habe zum Schluss ein Blatt Papier, das ich auf die Platte lege und das dann quasi die Farbe von der Glasplatte als Bild abnimmt. Also auch am Ende ist es ein Unikat, lässt sich so dann auch kein zweites Mal herstellen. Und damit habe ich angefangen und aufgrund der Geschwindigkeit, die sich dabei so entwickelt hat, habe ich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Papiere da irgendwie produziert und habe im Anschluss überlegt, welche Form ich irgendwie dafür finden kann. Welcher Raum in dem Sinne für diese Arbeiten so zuträglich ist. Bin irgendwie auf der Suche danach bei einem Buch gelandet. Auch weil ich Lust hatte, mal wieder ein Buch zu binden, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Habe das aber in meinem Studium irgendwie gelernt und so eine große Sympathie und Liebe für diese Art von Umgang irgendwie entwickelt. Und jetzt habe ich die ersten 2 Bücher gebunden. Ich habe ja sogar auch schon mit den Monotypien, die ich hergestellt habe, eine Publikation dieses Jahr rausgebracht mit Palmbrass Publishing. Raum ist eigentlich immer eine wichtige Sache. Einfach der Frage nach dem, was die Arbeit irgendwie braucht oder was auch der Raum, in dem die Arbeit vielleicht gezeigt wird, braucht. Ich habe festgestellt, dass es irgendwie einer der Fragen ist, die mich dann am meisten nach der Arbeit selber irgendwie beschäftigt. Der Raum kann ein Buch sein, der Raum kann ein Rahmen sein, ein farbiges Passepartout. Gerade bei den großen Malereien, die ich gerade gemacht habe, beschäftigt mich eigentlich die Frage in Bezug auf den Raum, was am Ende irgendwie auch das Werk ist. Also da ist die Malerei, aber ich hatte in der letzten Zeit gar kein Bedürfnis, mich so im klassischen Sinne auf eine Formatrichtung festzulegen. Also zu bestimmen, ob das hängt, liegt, steht oder eingerollt ist oder wie auch immer, sondern eigentlich mit der Arbeit gemeinsam dann zu gucken, wie sie sich im Raum
verhält und was der Raum braucht und was die Arbeit braucht und daraus eine Lösung zu entwickeln. Am Ende ist vielleicht das Werk nicht nur die Malerei, die da stattfindet, sondern eben auch die Frage nach dem Bedürfnis oder den Anforderungen des Raumes. Das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem ich gerade so angekommen bin, den ich interessant finde und den ich anfange, so ein bisschen näher zu erforschen oder für mich eben herauszufinden, ja, wie ich da in Zukunft mit umgehen will. Seit 2021 haben wir hier neben unserem Atelier auch eine Werkstatt. Einmal die Möglichkeit, mit Holz zu arbeiten und in dem anderen Teil einen Keramik-Workshop. Auch mit der Idee, es für unsere Kolleginnen nutzbar zu machen bzw. Leute einzuladen, die Ideen haben und sie umsetzen wollen, aber vielleicht nicht den Ort dafür. Einmal in der Holzwerkstatt zum Beispiel habe ich in der letzten Zeit verschiedene Holzformen gebaut. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Die habe ich dieses Jahr auch das erste Mal gezeigt, die theoretisch als Display oder als Sockel für eine Arbeit funktionieren können. So waren sie zumindest anfangs gedacht. Aber im Verlauf der letzten Ausstellungen hat sich für mich irgendwie herausgestellt, dass die Arbeiten eigentlich für sich selber sprechen und mehr sind als nur vielleicht ein Hilfsmittel für eine andere Arbeit. In der Keramikwerkstatt habe ich in der letzten Zeit verschiedene Formen gegossen, die auch wie eine Vase zum Beispiel funktionieren können, aber auch wie das meiste, was in meine Hände kommt, dem Bemalen dient am Ende. Und aus der Lust der Gemeinsamkeit und des Zusammenkommens gibt es auch immer den Wunsch und das Bedürfnis, benutzbare Sachen wie zum Beispiel Gläser herzustellen. Und das ist das, was ich aktuell in Zusammenarbeit mit meinen Atelierkolleginnen mache. Wir produzieren eine Reihe von Gläsern für ein nächstes kommendes Event. Was die Sache eigentlich am meisten am Ende miteinander verbindet, ist der Pinsel. Ob es jetzt die Lasur auf dem Holz ist oder die Malerei auf der Leinwand oder das Kleben des Buchrückens mit Leim. Am Ende habe ich irgendwie immer einen Pinsel in der Hand.